damit willkommen auch von mir aus Melbourne. Wir sind dieses Mal in der Runde 3 in unserer F2-23 Theo Poucher-Karriere. Das ist wirklich eine lange Karriere, ein langer Titel für eine Karriere. 35 Grad sind hier und ja, das ist glaube ich auch das erste Mal, dass die Formel 2 hier in Melbourne herumfährt, also generell auch über See. Und wir haben 14 Kurven, 3 DS-Zonen und ich freue mich extrem. Wir werden auch heute wieder von ganz hinten ins Rennen gehen, weswegen das Ganze heute noch viel interessanter werden wird. 5 links, 9 Rechtskurven und 3 DS-Zonen. Also ich freue mich extrem auf das Rennen. Gucken wir uns mal die Startausstellung an. Für das heutige Rennen. Dank seiner hervorragenden Leistung gestern startet Amaury Coderre. Boah, war das knapp. Und Ayumu Iwasa daneben. Die restliche Startausstellung sieht wie folgt aus. Fittipaldi, Dahuvala, Brad Benavides, Besti, Novalak, Hauger, Verschon, Colin Berman, Duhem, Jack Duhem. Und hier sind wir dann nun in einer ganz prominenten Liste mit Arthur Leclerc. Da freue ich mich auch drauf. 1:31.2, ich bin nach meiner schnellen Runde abgebogen. Aber die war jetzt auch nicht zu viel versprechen. Wir gehen jetzt mal hier direkt in die Einstellungen. Und wir haben hier den Supersoft-Reifen noch. Das finde ich ziemlich cool. Lila und dann auf Weiß gehen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich habe die Setups jetzt 1:1 von den Formel 1 Autos übernommen. Los geht's, P22, 17 Runden zu gehen, lights out und let's go. Und Manini steht hier, aber auf meinem Start war jetzt nicht gerade perfekt. Arthur ist unfassbar gut weggekommen. Und ja, wir müssen uns hier mal hinter Arthur einordnen. In Turn 1 wird es eng werden, ja. Ja, ich kann hier kaum kontern, denn es ist wirklich eng hier. Und so viele Leute wollen hier gleichzeitig irgendwie rein. Bitte nicht, Ralf. Ja, okay. Ja, wo fährt denn Ralf hin? Wo fährt er denn hier hin? Vielleicht hat er gedacht, dass ich da ihm zu wenig Platz lasse, aber... Ja, wir sind jetzt P17. Das ist schon mal gut für Runde 1. Ja seit dem letzten Rennen, dass der Mann erbarmungslos ist. Turn 1, geht da was? Eher nicht. Da muss ich ein bisschen neben die Strecke kommen. Das war nicht die beste Entscheidung, hier reinzugehen, aber ich war auch sehr spät auf der Bremse. Ja, und da hielt uns Maloney ein bisschen auf. Gelb vor uns. Nein, das war hinter uns. In Turn... Ah, ist nicht hinter... Oh! Das hat ja... Schadet da, glaube ich, gerade aus. Oder hat er sich vertan? Nein, er ist ausgeschieden, okay. Okay, das ist natürlich nicht gut. Gibt, glaube ich, aber auch kein Safety Car, oder? Nein. Würde uns jetzt auch nicht viel bringen. Wir müssten zwar auf Gelb gehen, aber schwierig, auf jeden Fall. Sehr, sehr schwierig. Jetzt sind wir wieder mal im DRS-Fenster. Was, by the way, für den nächsten Sektor... Ja, warum sind die denn so schnell? Ist das wirklich wegen dem Windschatten? Mann, jetzt sind wir wegen... 18.000stel hier wieder aus dem Windschatten, aus dem DRS-Fenster draußen. Das ist natürlich bitter. Es gibt kaum eine Stelle, wo ich besser bin als die KI. Also das ist wirklich extrem schwer heute, an denen vorbeizukommen. Also Punkte wären natürlich schon schön. Sonst könnten wir uns, glaube ich, den Titel bald aufzeichnen.
Ja, Windschatten-Effekt wirkt wieder ein bisschen. Das freut mich natürlich. Aber auf der Geraden, ja, bekomme ich halt kein DS und das ist das Problem. Das ist dann tatsächlich das Problem hier. Jetzt konnte ich hier ordentlich Zeit gut machen. Auf 15. sind wir dran gekommen. Das könnte... Oh, Purple wäre es ein Sektor. Jetzt probiere ich ein bisschen mehr zu pushen. Das funktioniert dann tatsächlich. An Maloney sind wir jetzt wieder dran. DRS sollte jetzt auch enabled sein und dann wird es natürlich ganz spaßig. Ganz, ganz, ganz spaßig hier. Wahnsinn. Wir sind alle gleich schnell. Das ist so schwierig, aber ich probiere es jetzt hier mal in Turn 1. Ja, der Mut wird endlich belohnt, Leute. Endlich gehen wir hier mal an einem Mann vorbei und das in Runde 6. Es ist traurig, aber wahr. Wir sind hier P15 gerade. Aber es scheint doch so, als ob generell sich, ob das hier ein Phänomen in Australien ist, dieser DRS-Train-mäßige Verkehr. Es ist wirklich kacke. Ah, da rutsche ich weit drüber und da gibt es direkt die Quittung mit 1/10 Verlust. Ja, habe ich mir die Reifen zerstört vorhin schon? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Reifen sind nicht mehr die frischesten. Das erste Mal, dass wir hier DRS bekommen an Stanek hier. Geht sich das aus? Tatsache. Roy Nissani jetzt vor uns. Und so ein Eigenfight hatte ich schon lange nicht mehr. Dadurch, dass wir alle... Oh, Doppelwindschatten. Reicht das für uns? Ja, es reicht, Leute, es reicht. Wir sind hier 11. Platz. Und das genau in der Runde, wo wir pitten wollten. Meine Frage ist halt jetzt... Ja, wir werden genau das Gegenteil machen, was die anderen machen. Geht der größte Teil in die Box? No. Aber ich werde es machen. Wobei 11 Runden... Ja, könnte wieder ein großer Knickpunkt werden. Dope Acting, das ist natürlich toll. Jetzt geht's hier rein. Ja. Muss mal gucken, ein, zwei Runden gebe ich den Reifen mal, dann gucken wir mal, wie viele Prozent die so pro Runde brauchen. Kein zweiter ist hier geplant. Und das ist auch irgendwie klar. Sind's noch? Wie viele Runden? 8 Runden, 9 Runden zu gehen, das ist auch okay. Mit dieser Runde sogar 10. Aber wenn ich natürlich jetzt das Auto wirklich ans Limit bringen kann und dadurch auch pushen kann, wäre das natürlich wirklich ein Traum. Jetzt hier durch die erste Kurvensektion durch. Und ich werde von Runde zu Runde besser, merke aber auch, dass es wirklich schwierig ist, mit den gleichen Autos hier schneller zu fahren. Also es ist wirklich unfassbar schwierig. Probiert es gerne mal selbst aus. Aber es ist wirklich, 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 wirklich kein Zuckerschlecken. Jetzt hier durch die Zickzack-Kurve. Eines der wenigen Sachen, die an dieser Strecke noch, ja, dem alten Layout von, keine Ahnung, 2014, 15 entspricht. Sonst hat man echt vieles, vieles geändert, wie auch diese Kurve hier. Nur das war meiner Meinung nach auch echt dringend nötig, denn die Kurve hat ein Upgrade verdient. Auch die hätten ein Upgrade verdient. Die ist saugefährlich. Und jetzt sind ja gefüllt das halbe Fahrerfeld in der Box. Reagieren da ein bisschen auf meinen Undercut. Aber vermutlich auch, weil das P2 in der Ordnung ist. Da letzte Kurve. Ja, und die Reifen sind natürlich um Welten besser. Da kommst du auch gleich viel besser raus. Eins kann ich verraten. Wir werden es nicht schaffen, mit dem Vordersten mitzuhalten. Wer kommt da vor uns raus? Jack Doohan. Kein Plan, wo der vorher war. Aber schaut auch gut aus, dass wir da schön dran sind. Dennis Auger, keine Ahnung, ob wir jetzt dadurch was gewonnen oder was verloren haben. Ich glaube, bei der Rennleitung kann ich mir nicht angucken, von wo die Jungs gestartet sind. Also werde ich mir das einfach ersparen. Jack Doohan auf jeden Fall noch Probleme mit seinem Reifensatz. Also wir sind da um Welten schneller. Ist auch klar, unsere Reifen sind jetzt schon im perfekten Temperaturfenster. Jetzt hier an Doohan dran. Exit war okay.
Windschatten ist da. Und yes, Leute, yes. Check, mach keinen Scheiß. Sei der König der Welt. Und wir gehen left vorbei. Danke, Check, Dohan. Kein Plan, wo du warst. Aber ja, das braucht mich ehrlich gesagt auch nicht zu interessieren. Natürlich wird das wieder ein längerer Prozess hier. Mann, ich hätte mir gedacht, so zickzack raus und weg. Aber das ist wirklich so scheiße schwierig heute wird. Ja, Mann, warum zieht Hauge jetzt auf einmal so davon? Ich habe keine Ahnung. Das ist wirklich krass. Das ist so krass, wie schnell diese KI heute ist. Ich habe sie nur um 5 Stufen raufgedreht und wir hängen hier im Mittelfeld einfach fest. Das ist wirklich, oh, beschämend. Ich kann zwar mithalten, aber das ist wirklich so minimal, was ich hier immer wieder aus den Kurven rausgewinne. Da verliere ich mehr bei den DS-Zonen als sonst was. Ich meine, 9. Platz ist eh okay, wir holen immerhin 2 Punkte, aber das wird uns in der Meisterschaft nicht viel bringen, wenn wir immer nur 2 Punkte holen. Ich glaube, ich sollte mal probieren, normale Qualifyings zu fahren, statt Last to First. Ich komme perfekt aus der letzten Kurve raus und brauche trotzdem ein bisschen, bis ich dann mich angesaugt habe. Das Novalak ist für mich heute der Weltmeister. Also, es ist ein Wahnsinn, was für eine Pace der Bre drauf hat. Das ist ein Wahnsinn! Guck dich das an! 2 Sekunden davon gefahren! Obwohl die zwei kleinen Scheißer gerade. Nein, egal. Es ist einfach wirklich. Es ist nicht mal Galgenhumor. Es ist wirklich pure Verzweiflung heute, weil ich nicht weiß, wo ich genau. Wo wir genau heute die Zeit verlieren. Der WM-Traum von Thio Pouchard, glaube ich, scheidet immer weiter in die Ferne. Denn nach Bahrain ist es, glaube ich, nur mehr bergab gegangen. Heute, glaube ich, leistungsbedingt, also da wäre mehr drin gewesen, hätte ich gleich von Anfang an ein bisschen mehr Risiko eingegangen. Aber, ja, kann man jetzt nicht mehr ändern, weil, ja, es ist wirklich schwierig. Heute das zu beschreiben. 10 Sekunden ist Jack Doan hinten. Jack Doan da hinten, keine Ahnung, macht das Bremsklötzchen. Und ja, keine Ahnung, der hinter und vor mir, die gefahren gefühlt, wie wenn sie um den Weltmeistertitel fahren würden. Meine Reihe zusammengefahren, oder? Oder ist da einer ausgeschieden? Leclerc draußen. Ich hätte mir auch das DNF gewünscht. Ja, mein Rennen ist jetzt, wir sind hier 9. Platz. Mehr geht nicht, die Reifen sind so am Arsch. Da ist kaum mehr was drin. Ja, 1 Second, ich hab's eh gesehen. Ich feier hier. Er wird immer größer im Rückspiegel und das könnte nochmal zur Gefahr werden. Das ganze Rennen gefühlt geghostet, jetzt auf einmal ist er da. Hat sich, glaube ich, die Reifen ein bisschen besser eingeteilt wie ich. Er kann jetzt natürlich den Heckflügel aufklappen. Wir sind da eher machtlos. Novalak wirklich tolles Rennen gefahren. Der Bre
Der kann Formel 2. Das hat er mir gezeigt. Und vor allem auch, dass ich eine Mauer-Pace heute hatte. Das ist schwach. Exit war toll. Ich glaube, Biermann wird da keine Chance mehr haben, oder? Kommt Biermann noch einmal? Nein. No way, no way! Irgendwie in der letzten Kurve noch durchgequetscht. Aber das war gerade ein richtig beschissenes Rennen. Mann! Wo war die Pace bitte? Wo war die Pace von diesen scheiß Autos? Das ist ein Wahnsinn. Das ist eine Blamage, Leute. Das ist einfach nur Fahrer des Tages, genau. Also for real, ich fühle mich nicht wie Fahrer des Tages. Ich fühle mich eher wie... Gott sei Dank ist diese Kurke ins Ziel gekommen und das, ja, zu Rechtens. Also das war wirklich heute kein Rennen, was mir Spaß macht. Sowas ist echt nicht, sowas macht mir auch keinen Spaß. Cordel anscheinend wieder ein fetter Daddy-Sponsor. Sonst glaube ich, würde die Marke nicht mitten am Rennanzug draufstehen. Für heute war es das mal. Ich finde, das war... ein durchwachsenes Rennen. Wir hatten zwar mittelmäßig eigentlich echt gute Chancen, gerade so diese 5er Overtake, aber ja, zum Schluss fehlt das dann wirklich am Reifen und ja, da war es wirklich knapp noch dran. Ist das eine Frau, der Linke da? Ist das eine Frau Cordel? Ah ja, das ist der mit der Deutschlandflagge, obwohl er Belgier ist. Ja, den kennen wir schon vom letzten Mal. Cordel, der Belgier-Deutsche. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich glaube, die Frage habe ich mir das letzte Mal schon gestellt. Ja, das heißt auf jeden Fall, das nächste Mal viel, viel mehr machen. Ich muss mich mehr anstrengen und da muss auch mehr ins Auto rennen. Ich glaube, das ist Pietro, oder? Pietro Fittipaldi. Gucken wir uns das Ganze noch einmal an. Ja, das ist gar nicht gut. Das war kein tolles Wochenende. Wir holen uns 2 Punkte und Cordel nimmt halt wieder alles mit. Qualifying Pole und dann auch, ja... Ich glaube, ich muss dann echt mal probieren, ein bisschen weiter von vorne zu starten, wenn ich dann wirklich so eine hohe Schwierigkeit fahre. In der Rangliste schaut es nicht mehr so gut aus für uns. Wir haben gerade mal 2 Punkte und das ist dann wirklich, uns fehlen schon jetzt 79 Punkte auf den ersten. Ob wir das jemals noch aufholen können, ist eine andere Frage. Ich glaube, da muss ich meine Strategie ändern, aber abonniert gerne, um nicht mehr zu verpassen, ob wir doch noch den Formel 2 Meister holen mit Thio Boucher. Aber schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Und abonniert auch dort gerne. Und später kommen natürlich auch noch Sachen auf TikTok online. Aber morgen geht es dann auch wieder in unserer Formel 1 23 mal Teamkarriere weiter. Also bleibt dran auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal und ciao.